Willst du mit mir spielen? Hallo? Wo ist Baba? Jamil, Wayne, Baba. أنا لما خابرته كان بالبيت. بس أنا ما قلت لك. حياة لا تجين مرة ثانية هنا. Mama. حياة. ماما. أنت ما بقالت مكاننا بعد. ليش؟ أبوش مراد عليك. أظن أنه يريد يشوفك أو حتى يحكي معاك. ادخل. السلام عليكم بابا. بابا، ich weiß, du möchtest mich nicht sehen. أرجوك تنكسي روسنا قدام الناس، ما خليتينا سمعة. طلعي برا، يلا برا، ما بقى لك مكان بعدين. بابا طلعي برا أقول لك، ما عندي بنت بعد اسمها حياة. يلا برا برا، يلا ولي. Mach dir nichts draus.
Eine Familie hatte ich doch gar nicht verdient. Jetzt bist du bei mir. Sei nicht traurig. Hayat. Jetzt kannst du frei entscheiden, wie du lebst. Vor vielen, vielen Jahren lebte in unserem Land einer der berühmtesten und berüchtigtesten Ritter aller Zeiten. Und er hatte für unseren damaligen König schon gegen viele Räuber und Piraten und Monster gekämpft. Doch eines Tages kam der König mit einem ganz besonderen Wunsch zu ihm. Er bat ihm, seine Tochter, die gerade von einem bösen, feindlichen Königreich entführt wurde, zu befreien. Und der Ritter machte sich sofort auf den Weg. Und auf dem Weg dorthin musste er auch gegen viele Monster und Räuber kämpfen und Drachen besiegen. Und er kam zu dem Schloss und auch in dem Schloss tötete er alle Wachen und auch selbst den bösen König und die Königin. Bis er zu dem kleinen Verlies der süßen Prinzessin kam. Und er befreite sie aus diesem Verlies, führte sie zu seinem Pferd, setzte sie auf sein Pferd und als sie losritten, drehte sie sich zu ihm um und schaute ihm ganz tief in die Augen. Und er merkte, was für schöne Augen sie hatte. Doch als seine Augen ein bisschen weiter nach rechts glitten, sah er ihre fetten, ausgeleierten Ohrläppchen. Und du findest das okay, ja? Was meinst du? Wenn sie um 3 Uhr nachts nach Hause kommt, dann kommt sie nicht aus dem Café nach Hause. Was willst du mir jetzt damit sagen? Oh. Hallo, Schatz. Hallo. Bruder, ich glaube, ich gehe jetzt besser. Trink doch wenigstens noch deinen Tee aus. Trink den mit Hayat. Oma. Ja, was ist denn los mit dir? Oma ist nun mal mein bester Freund. Dein Onkel war heute übrigens da und hat was abgegeben. Willst du es denn nicht aufmachen? Der Ritter war ein tapferer Kämpfer gewesen. Bis zu dem Tag, an dem er die Prinzessin traf, hatte er für sich alleine gekämpft. Er war frei gewesen, zog umher und kämpfte für diejenigen Herrscher,
die ihn dafür bezahlten. Er lieh seine Kraft all denjenigen, die sie brauchten, um ihre Ziele zu erreichen. Doch nun hatte ihn die Frage nach den Werten und Zielen verunsichert. Er entschloss sich, auf die Suche nach Antworten zu gehen. Leider führte ihn diese Suche in ein Haus, das demjenigen des einst feindlichen Königreichs sehr ähnlich war. Er wollte unbedingt wissen, ob er seine Sehnsucht nach Heimat in diesem Hause stillen kann. Er brauchte diese Suche für sich, für seinen inneren Frieden. Du weißt doch, wo Lukas ist. Mir ist egal, wo er ist. Anna, bitte, du musst mir sagen, wo dein Bruder ist. Bitte. Ich will nichts damit zu tun haben. Anna, jetzt sag mir doch irgendwas. Ich weiß doch überhaupt nichts. Warte, bitte, Lukas. Was willst du? Ich will mit dir reden. Ich will wissen, was los ist. Wo warst du? Warte hier. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى ويجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى Zieh das an. Oder geh sofort wieder.
Thank you.